Zweieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist der Wiederaufbau betroffener Gemeinden noch immer nicht abgeschlossen. Reparaturen verzögern sich, auch die zugesagte Erneuerung der Infrastruktur zieht sich in die Länge. In der Gemeinde Dernau beispielsweise kommt der Aufbau eines nachhaltigen Wärmenetzes nur schleppend voran. Einige Einwohner können zum dritten Mal in Folge Weihnachten nicht zu Hause verbringen. Weihnachten im neuen Haus, das wird noch nicht klappen. Aber im Frühjahr werden die Gorbachs wohl endlich hier einziehen können. Sie sind 86 und 87 Jahre alt. Hinter ihnen liegt eine schwere Zeit. Ihr altes Haus war nach der Flutkatastrophe mit Öl verseucht und wurde abgerissen. Nun aber überwiegt die Vorfreude auf das neue Zuhause. Auch für den eigenen Haushalt und wenn die Kinder zu Besuch kommen, da freue ich mich am meisten drauf. Und Sie? Ja, ich freue mich natürlich auch, dass es wieder eingerichtet ist, damit man sich wohlfühlt. Seit 2 Jahren wohnen die Gorbachs in einer provisorischen Senioreneinrichtung in Dernau. In der von der Flut schwer betroffenen Gemeinde im Ahrtal gibt es beides. Sanierte und neu gebaute Häuser, aber auch noch etliche Baustellen und Übergangslösungen. Viele Menschen hier sind nach wie vor auf provisorische Heizungen angewiesen, denn auch der geplante Bau des Nahwärmenetzes dauert länger als gedacht. Für den Bürgermeister von Dernau geht alles viel zu langsam. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass wir ja 5, 6 Jahren wieder weitgehend Normalität haben. Mittlerweile denken wir, es wird 10 bis 15 Jahre, bis wir hier wieder Normalität haben. Und das dauert den Leuten zu lange, das dauert natürlich auch mir zu lange, aber es ist so. 2,5 Jahre nach der Flutkatastrophe wird es im Ahrtal ein Weihnachten zwischen Wiederaufbau und Neubeginn.